Nach der Verurteilung des US-Basketballstars Brittney Griner in Russland wegen angeblichen Drogenschmuggels verdichten sich die Hinweise, dass es einen Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Washington geben könnte. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte am Freitag, seine Regierung sei bereit, über das Thema zu sprechen. Ein möglicher Austauschkandidat ist Viktor Baut. Der Waffenhändler und ehemalige sowjetische Luftwaffenoffizier wurde 2012 zu 25 Jahren Haft in einem US-Gefängnis verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, Rebellen in einigen der blutigsten Konflikten der Welt bewaffnet zu haben. Der 55-Jährige gilt als der bekannteste Russe, der in den USA einsetzt. Er war 2008 in Thailand im Rahmen einer verdeckten Operation gefasst worden. Bei dem Einsatz gaben sich US-Agenten als kolumbianische Guerilleros aus, die Waffen beschaffen wollen.